Eigentlich wollten wir das letzte Wochenende wegfahren. Wir sind 2 Kilometer gekommen und dann kam Motor überprüfen. Uns hat es fast weggerappelt. Also wir waren mental, körperlich völlig am Ende. Wir wollten nach Kammern fahren, mit den Feldherpetologen exkursieren. Ja, und dann Essig, ne? Essig. Das war eine Kleinigkeit, irgendein Schalter an der Kupplung, irgendein Tastschalter war ausgeleiert. Wir haben noch keine Rechnung gekriegt. Aber Autohaus Selzer hat uns weitergeholfen und hat sogar noch unsere Trittstufe wieder in Ordnung gebracht. Ne? Und das ist ja auch was. Jo. Und wir fahren nämlich jetzt genau an diesen Zeltplatz nach Kammern, um dort unsere... Auf die Spuren der Feldherpetologie. Aber das wird nichts, weil morgen wird es wohl regnen. Heute ist ein wunderschöner Tag. Aber das Wochenende soll noch durchwachsen sein. Aber das hätten wir am letzten Wochenende auch gehabt, ne? Wenn wir mitgekommen wären. Schauen wir mal. Wir wollen diesen Urlaub so gestalten, dass wir nach dem Motto weniger erleben, mehr erholen. Das ist unser jetziges Motto für die. Also wir wollen mal ein bisschen kürzer treten und wollen nicht, natürlich bei Weitem nicht so viel fahren. Kurze Strecken, trotzdem ein bisschen was sehen, aber auch längere Ruhephasen, weil wir müssen uns von dem Spanienurlaub einfach jetzt erholen. Ne? Ja. Kommt mit. Tschö. Angekommen auf dem Campingplatz Schönfelder See, hier in der Nähe von Kammern. Da das Wetter morgen nicht so gut sein soll, müssen wir jetzt die letzten Minuten benutzen, um noch ein paar Aufnahmen zu machen. Drohne haben wir schon fliegen lassen, haben wir fertig, haben wir im Kasten. Die Platzbetreiberin, freundliche Frau, hat uns gleich erklärt, was sie letztes Wochenende von den Feldherpetologen gelernt hat. Also es gibt Eidechsen hier, Kreuzkröte, Ringelnatter. Aha. Ja. Brauchen wir die ja schon mal nicht mehr suchen. Nee. Ja, es war das erste Mal, dass ich hier so eine Lautäußerung von einer Nutria gehört habe. Das ist wie so ein Brummen oder so. Ne? Man hat es vielleicht ein bisschen gehört jetzt hier auf der Kamera. Also nicht, was das bedeutet, ob das so eine Unmutsäußerung ist, dass wir uns hier aufhalten. Ja, sehr schön hier, ne? Schön ruhig. Die Gordi macht auch, Schmuddeltag. So lässt sich das Regen aushalten. Ich habe einmal gecampt und das fand ich ganz toll, weil es... Gordi, wollen wir mal rausgehen? Ja? Wollen wir rausgehen? So, moin. Ja, wir haben hier wunderschön geschlafen auf dem Stellplatz. War schön ruhig. Wetter war oder erwartungsgemäß nicht so gut. Wir haben so ein bisschen Faultag gemacht, ein bisschen Fernsehen geguckt und jetzt mache ich mit Gordi eine Runde. Und da hinten, da wird es schon langsam hell. Und ich hoffe, dass sich das jetzt noch so weit aufklärt, dass wir ein bisschen Käffchen trinken und dann vielleicht noch eine Fahrradtour machen können, dass der Tag heute nicht nur im Faulenzen besteht. Ne? Aber ist auch mal ganz schön, so einen Tag zu machen. Ne? So, und hier gibt es noch so ein paar Relikte. Vielleicht war das früher mal hier die Anmeldung, wie das nur ein reiner Zeltplatz war. Wäre ja denkbar. Also, kennt das noch jemand von euch hier? So ein richtiges schönes DDR-Campingklo. Ah, so sozusagen der Vorläufer der Trockentrenntoilette. Ne? Hier noch eine original DDR-Toilettenpapierhalterung. Ja, heute gleicht der Zeltplatz eher so einer Wochenendsiedlung. Ne?
Da sind Häuser, die haben nicht mehr viel mit Camping zu tun. Nochmal Hinweis in eigener Sache, wenn man die Tür hier zumacht, soll man immer darauf achten, dass nicht einer heimlich vorher das Fenster aufgemacht hat. Dann kriegt man das Ding nämlich genau so an die Nase. Also ich finde doch immer so Anfang Oktober ist das Licht auch immer schön, ja? Die Farben und das Licht. In Kamern gibt es eine Gaststätte, eine Schiffsgaststätte, ne? Ein ehemaliges Schiff, bisschen umgebaut. Heute leider geschlossen wegen geschlossener Gesellschaft. Radfahren reicht dem Hund alleine nicht. Er muss noch einen Ball fliegen. Ich habe ja gesagt, es regnet. Es wird nicht regnen, ne? Was hast du das gesagt? Habe ich gesagt. Sehr interessant. Ich will auch mal recht behalten. Ja, es regnet nicht. Es hat aufgehört. Body. Die Nachbarn machen Gartenbesichtigung. Und wir machen Frühstück. Liebe Wurm- und Naturfreunde, das waren zwei schöne Übernachtungen da auf dem Campingplatz Schönfelder See. Und jetzt machen wir einen kleinen Abstecher Richtung Rhino. Da liegt der Gülpersee und der Gülpersee ist unter Ornithologen eigentlich so ein Hotspot. Und da wollen wir jetzt mal schauen, was es da zu sehen gibt. Hier am Gülpersee ist reger Betrieb heute. Die Ornis geben sich hier das Fernglas in die Hand. Und ja, wir haben hier vor allem Graugänse, hier ein paar Saat- und Blässgänse. Aber viel mehr konnten wir eben noch nicht erkennen. Aber wir gehen mal noch ein Stückchen weiter und gucken mal. Wir sind jetzt am Wohnmobilpark Havelberge
und werden uns jetzt erstmal einen Platz aussuchen, den Platz mal besichtigen und dann können wir entscheiden, wo wir stehen. Das ist doch ganz schön hier, ne? Ja. Blick zum See. Habe ich den Gordi schon gefragt. Der hat gesagt, er findet es schön hier. Hat er gesagt, wir bleiben hier? Er hat gesagt, ich finde es ganz schön hier. Okay. Hat er gesagt. Wir haben wunderbar geschlafen hier. Und jetzt regnet es und gleichzeitig ist ein Sonnenaufgang hier am Wobblitzsee. Wir sind hier in der Nähe von Wesenberg. Ah, tolle Stimmung hier. Wochenende und Sonnenschein. Und dann mit dir so ganz allein. Nee, ich hab's noch gar nicht gefragt. Und ist es nicht schön? Ja, es ist nicht schön. Aber wir haben schön gefrühstückt, ne? Ja. Ein bisschen kalt und immer mal wieder Wolken und dann kam die Sonne mal wieder herrlich raus. Aber es war schön. Mal wieder, die Stühle haben wir zumindest schon mal nicht umsonst mitgenommen, ne? Und den Tisch. Ja. So, jetzt versuchen wir mal so eine kleine Seewanderung. Also das Umlaufen des Wobblitzer Sees ist, glaube ich, zu lang. Das werden wir heute auf keinen Fall schaffen. Aber wenigstens mal ein Stück am See entlang. Ja, wenn wir den sehen würden. Momentan sind wir immer eher weg vom See. Einmal sind wir jetzt eine Schleichfahrt hingegangen und da saß ein Kormoran schön präsentiert im Regen. So, und hier ist es heute auch so. Es kommt mal eine Regenhusche, dann kommt wieder die Sonne und alles dran und drin. Ne? Heute ist ja der Tag der Deutschen Einheit. Und die einen könnten weinen. Die einen könnten weinen. Die anderen könnten lachen. Nein, ich denke mal, es lachen alle. Ich glaube nicht, dass ich einer... Der Himmel weint aber. Der Himmel weint, ja. Aber ich glaube nicht, dass sich irgendeiner die DDR zurückwünscht, so wie sie war. Gut, also gedenken wir der deutschen Einheit. War schon gut. Ohne die deutsche Einheit hätten wir auch nie ein Wohnmobil, ne? Genau. Da würden wir wahrscheinlich immer noch mit dem Trabi und mit dem Zelt durch die Gegend fahren. Wir aber keine Silikonfuge ziehen. Ja, gut. Das ist, wir haben uns heute schon wieder richtig schön geärgert. Beim Saubermachen des Bades kamen uns die nächsten Silikonfugen entgegen. Mann! Du machst das eben zu oft sauber. Wahrscheinlich. Das wird sein. Alles, was ein Kastenwagen braucht, ist dieses. Es kommen immer mehr Sachen. Wir hatten auch eine Leckstelle jetzt unter dem Spülbecken. Da tropfte Wasser in die Schubladen. Da schien sich ein Schlauch gelockert zu haben. Ja, das kann ja passieren. Das kann passieren, aber es führt natürlich im Wohnmobil immer zu größeren Problemen. Ne? Aber gut, wir meckern, alles was wir meckern, hier nochmal ganz offiziell, meckern wir auf sehr hohem Niveau. Ne? Genau. Andere haben nicht mal ein Wohnmobil. Eben. Was hast du, ein Kranichbärchen drauf gekriegt? Ein Kranichbärchen mit einem Jungtier. Aha, und hat dich nicht bemerkt, hast du dich? Nicht bemerkt. So Mensch, das wäre hier mal eine ganz tolle Idee, aber jetzt ohne Quatsch. Ein Spielplatz in Kombination mit einem flachen Gewässer, was scheinbar fischfrei ist. Also ideal für Amphibien. Und
Da muss man sagen, das ist natürlich schön, wenn Kinder hier planschen können und gleichzeitig können sie vielleicht noch was beobachten, mal einen Molch oder einen Frosch. Und das ist ja wirklich immer eine tolle Idee. Das Ganze scheint hier als Folieweiher angelegt zu sein. Zumindest sieht man hier so die Folie rausgucken. Aber also das finde ich ja mal richtig schön. Da bekommt der Stellplatz hier nochmal einen Pluspunkt obendrauf für Biotopgestaltung und für die Kinder auch noch. Mann, Mann, Mann. Ich stelle mir jetzt gerade mal so bildlich vor, wenn hier Laubfrösche vorkommen, was ja in so einem Gewässer wirklich der Fall sein kann und ist ja ideal dafür, wenn die abends hier losgeckern, und die Leute hier entnervt Urlaub machen. So, jetzt sind wir mal hier längs durchgelaufen, ist doch gigantisch hier der Platz, aber es ist weitläufig, ne? Ja. Verläuft sich alles ein bisschen. Die sanitären Einrichtungen sind top, ja, also wir haben jetzt nur ein Haus gesehen, aber das zweite war ja da. Das ist auch sehr noch ein bisschen moderner. Und Gaststätte gibt es hier auch im Gelände. Da waren wir gestern Abend. War auch sehr gut, hat geschmeckt. Also man hält es hier aus. Ne? Mhm. Und ich denke mal, für das Preis-Leistungs-Verhältnis ist das auch gut. So, dann haben wir das erstmal geklebt hier. Guck mal, so sieht das also aus. Alles schön mit schwarzem Panzertape. So muss das sein hier, ne? Sieht schick aus. Ja. Mit dem Rallye-Streifen. Jetzt fertig gemacht, schön gefrühstückt und werden jetzt gleich abreisen hier. Aber es hat sich schon wieder eine Story entwickelt. Also irgendwie ist in diesem Urlaub wirklich der Wurm drin. Also einer von meinen Geländeschuhen ist weg. Ich hatte die dummerweise beide unterm Auto zu liegen, das im Trocknen liegen. Und einer von beiden ist jedenfalls verschwunden. Mein Verdacht ist, dass ein Fuchs da war, über Nacht und hat den Schuh geklaut. Also eine andere Erklärung habe ich nicht. Das kann kein Mensch gewesen sein, weil erstmal sind es uralte Schuhe, sind auch nichts mehr wert. Ich brauche sowieso mal neue. Aber das Dumme ist, ich habe nur die beiden jetzt für den Urlaub, meine Wanderschuhe. Und ja, einer ist weg. Und ich hatte den Fall ja schon mal, hier, ich zeige euch mal ein paar Aufnahmen, hatte ich damals gefilmt. Da hat ein Fuchs immer unsere Schuhe im Ferchau, also nur da, wo wir gewohnt haben, im Forsthaus geklaut. Und die lagen dann irgendwo immer verstreut im Garten. Wir haben die dann oft wieder gefunden. Und es gab auch mal einen Artikel in der Jagdzeitschrift, da hat ein Jäger mal einen Fuchsbau gefunden. Da waren so an die 50 Schuhe versammelt, um diesen im Bau und um den Bau herum. Also Füchse holen gerne Schuhe. Ja, wieder ein bisschen doof. Aber mal schauen. Ja, hatten wir heute gedacht, wir kommen mal ein bisschen zeitiger los, aber wieder was dazwischen gekommen. Einen Morgen in Schönfeld, da hatten wir schon einen Schlüssel verloren. Der war mir aus der Hosentasche gefallen, als ich die GoPro rausgezogen habe. Da hat uns das auch noch eine halbe Stunde gekostet. Und jetzt suchen wir einen Schuh am Wobblitzsee. Ist unglaublich. Sucht einen Schuh, such. Such. So, Schuh gesucht, Moorfrosch gefunden hier, ganz typisches Exemplar mit einem schönen hellen Rückenstreif und mit einer ziemlich spitzen Schnauze. Haben weiter gesucht und noch die andere Braunfroschart gefunden, den Grasfrosch. Ah, hier ist er. Stumpfe Schnauze, keine Rückenlinie und gefleckter Bauch. Also typischer Grasfrosch hier. Da liegt er. Oh. Der Tag ist gerettet. Der Schuh ist wieder da. Wollen wir mal gucken, sind das jetzt ungefähr von hier
wo der Schuh lag, bis zum Wohnmobil, steht da hinten so circa 30 Meter, hat der Fuchs den geschleppt. Nimm mal den Schuh, nimm mal. Ja, bring mal mit, komm. Ja, fein, komm. So, Hunde schleppen gerne Schuhe durch die Gegend. Und der Fuchs ist ja nur auch ein Hund und deswegen macht er das natürlich auch gerne hier mit. Guck mal, was der Gordi foundet. Oh, Schnoddel, du bist ja ganzer Lieber. Ihr Wein. Jo, leg mal hin, leg hin. Praktisch hier die Sache mit der automatischen Kennzeichenerkennung. Brauchst du keinen Schlüssel, kannst du nicht verlieren. Ha. Überlegt noch. Kommen wir nochmal einen Schritt zurück. Tja, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Nochmal. Schranke ging nicht auf. Erst als ich meine Kamera davor gehalten habe, vor den Sensor, ging sie auf. Hast du das gesehen? Nee. Ich habe das doch vorher gehalten, dann ging sie auf. So, dann auf an die Ostsee.